Okay, ich muss raus. Ich verstehe. Oha. Das wird jetzt wahrscheinlich ziemlich uncool. Checkpoint jetzt? Jetzt wäre ein Checkpoint geil. Kein Checkpoint? Kein Checkpoint. Gut, dann halt nicht. Wo muss ich jetzt hin? Überhaupt nicht. Siehst du was? Ich sehe nix. Nix sehe ich. Ich sehe mal gar nichts. Die werden wohl irgendwo hier draußen sein, vermutlich. Aber wo? Da hören tue ich sie. Okay, Checkpoint ist gut. Der ist von uns und da hinten ist irgendwo einer. Ich sehe ihn nicht. Ne, Handgranate wollte ich nicht. Wollte ich auch nicht. Das wollte ich. Da hinten. Komm, Black Order. Da hinten sind noch ein paar. Wow. Krieg ich doch. Komm her. Ach, der ist schon tot. Dann werde ich halt mal hier oben bleiben und die wegsnipern, würde ich sagen. Ach, wie geil das auch aussieht. Oberhammer. Ist auch cool. Schon geil. Sieht schon geil aus. Ach, guck mal, das Softrock-Café. Ah, schön. Sehr geil. Aber manchmal trifft man die nicht. Ich kann die schießen, wie ich will. Ich treffe die einfach nicht. Und oh, der verzieht vielleicht dieses blöde Sniper-Dingen. So, jetzt habe ich ihn. Nicht so eine Angst, jetzt komm mit. Ich hab sie voll raus. Ach, brauch ich gar nicht. Ich bin voll geladen und alles. Hallo? Hört mal auf damit? Alright, hier geht's nicht weiter. Nehmen wir den. Oh, mit dem Sniper geht das ganz gut. Würde ich mal sagen. Kommen wir ganz gut vorwärts. Ah, die kommen mit. Sehr gut. Meine Kompagnons. Ich weiß nicht, was ich hören wollte. Bin ich gesund? Für mich? Einfach mal eine Granate. Wird schon in die Regen. Huch, Ruckel. Also hier müsste ja eigentlich, das sind doch hier schon die Überreste von dem Golem, ne? Scheiße. Komm her. Oha, was war das denn? Wow. Ne. Dummes Ding. Komm das her. Okay, das sieht nur aus wie ein Loch, ist aber keins. New York Polo. Ne, Police. Polo. Lesen müsste man können. Aua. Hallo, dem passiert nichts. Sie verarschen. Wie soll das sein? Kann jetzt gar nicht gehen. Machen wir so. Tschüss. And they're all dead. And me too. Ich habe noch genug Leben. Ich habe noch genug Leben. Was passiert denn jetzt? Irgendwie? Das klingt jetzt aber nicht mehr nach Black Order. Das klingt nach was anderem. Nämlich nach denen hier. Nach komischen Feuermonstern. Da noch mehr von? Ich würde sagen, Soldaten klingen anders. Die klingen nicht so nach Kettensägen. Boah, das ist aber alles im Arsch. Mein Gott.
Wir haben was? Oh! Deckard, looks like you're gonna have some company. Stay alert. Ich sehe nichts von Company. Hier ist mir zu viel Platz. In diesem Spiel ist, in solchen Spielen ist Platz nicht gut. Das heißt, da kommt irgendwas Dickes. Meistens zumindest. Aus allen möglichen Richtungen. In dem Fall vermutlich von oben. Ah, nein, ich habe die Büchse der Pandora gefunden. Ja, schön. Und oh, Werwolf, natürlich Werwolf. What is happening? What the? Komm her! Schattenwerwölfe oder was? What the fuck? Komm her! Ich köpf dich. Immer genug Energie, sonst kriegt er nicht hin. Jawohl. Ha! Ja, haha, damit hast du nicht gerechnet, wa? Dummes Viech. Wow, da kommt schon der nächste. Komm her! Ich brauch mehr von dem von der Energy. Scheiße. Boah, das sind ganz schön viele. Ah, das sind ganz schön viele. Jetzt bitte ein Heli. Ich höre ihn schon. Aua, aua, aua. Oh, oh. War das jetzt meine Evakuierungsnummer? Oder? Na, der macht ganz schön Alarm da oben. Und wie? Anpacken würde ich das nicht. The clubhouse turned out to be farther away than I thought. Lexington ferried us in Pandora's box across the Atlantic Ocean to the Council of 98's headquarters, a hidden complex beneath the Houses of Parliament in London. The Council secured the artifact and immediately set about analyzing it, trying to find some way to reverse the process that released the creatures into the world. The Council also subjected the signet on Deckard's arm to a multitude of scans. No one seemed to understand what the purpose of the brand was. In the meantime, I provided Lexington with the location of a hidden lab in the English countryside that Le Fay had used for much of his research on Pandora's box. We decided to raid the facility and search for intelligence. Deckard insisted on joining us. After all, he was the one Le Fay tricked into opening the box in the first place. Now he wanted a chance to set things right. The Council didn't see things his way. Insisting the signet on his arm was too valuable to risk losing, but Deckard was determined, finding his way to our aircraft at the last moment. Hm. Wie geil ist der Reif? Heads up, gentlemen, we're approaching the LZ. Intel reports this is where Le Fay researched Pandora's box. Objective is to learn whatever we can about his endgame. Satellite imaging shows plenty of bad guys and critters, so watch your asses. Not my ass I'm worried about, boss. Incoming griffins! Whoa. It's not his ass. We're keeping her airborne! We're going down! Race for impact! Ay, 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 ay. Soll das eigentlich enden, das Spiel? Hier geht alles so kaputt. Deckard, wake up! Die Haare sind witzig. Lexington's unconscious and the rest of the crew is dead. Aber immerhin lebt er. I'm going to radio the council for help, but you must find Le Fay's research. Every second counts. Head to the cathedral. The lab is hidden beneath the main hall. And Deckard, try not to get yourself killed. I'm running low on friends these days.
Ich muss die Scheiße alleine machen? Willst du mich verarschen? Vivian Kane. Okay. Nichts Neues. Equipment. Der Black Hawk. Ja, der ist hier aber auch nicht mehr wirklich da. Das sieht irgendwie schwer nach Werwolf-Territorium aus, deswegen... Ist aber schön hier. Eigentlich. So an sich. Aber irgendwie sieht es sehr nach Werwolf aus. Aber das Ding ist voll in die Kirche rein. Oh ja. Das hat wehgetan. Okay. Oh nein. Keine kleinen Hexen. Wie sind die Navis? Navis, ne? Wie sind die Navis? Moment. Naris. Navi war die von Zelda. Wobei die nicht weniger nervig ist. Komm ich hier rein? Nö. Okay, wenn die ist... Dann kann ich direkt mal auf schwere Geschütze wechseln. Wenn es Naris sind. Ja, das findet er witzig, ne? Was war das jetzt? War das jetzt ein Werwolf oder war es keiner? Verdammt. Hätte ich erkennen können. Verdammter Mist. Jetzt hier rein. Ne, muss ich da hoch. Verdammt. I don't want to. Verschwendet man noch seine ganze Energie? Okay. Power. Kein Life mehr. Aber wen haben die denn gerade verschleppt? Oder wer hat den anderen verschleppt? Den anderen Typen. Sah es nur so aus? Waren das die kleinen Feen? I'm not sure. Ach, ich kann den gar nicht töten. Das ist langweilig. Ich dachte, das ging. Komm ich denn? Komm ich. Ich wollte eigentlich noch da links vorbei. What the? Nicht machen, nicht machen. Oh, you freaking idiot. Well, that ain't good. Ich gehe mal direkt wieder zurück. Was gibt's hier? Ah, Molotov. Was ist das? Tsushi Gumo's Children. Blutspinnen. Ja. Okay. Alte japanische Saga. Das sind einige. Jawohl. Da haben wir den Sack. Den Muttersack. Da kommen immer noch mehr. Kann doch gar nicht sein. Jetzt kommen keine mehr. Sehr gut. Okay. Mit Granaten den fetten Sack erledigen und dann kommen die auch nicht mehr neu. Okay, pick up data. Das ist wieder ein Diagramm, der keine Sau interessiert. Und ich muss hier rein. Ja, das hätte ich befürchtet, dass ich da rein muss. Checkpoint saved. Ah, so. Ja, den Checkpoint werden wir uns mal angucken. Aber erst in der nächsten Folge. Macht es gut. Bis morgen.